Der Ex-Bundesliga-Profi Kevin Pannewitz ist jetzt von seinem aktuellen Verein Carl Zeiss Jena gefeuert worden, weil er zu dick ist. Ich will zwar nicht sagen, dass er sich zu viele Big Macs reingezogen hat, aber Fakt ist, er kam 3 Kilo schwerer aus der Winterpause wieder zu seinem Verein zurück. Um das in Zahlen ganz genau zu sagen, er wog vor der Winterpause 95 Kilo und kam mit 98,3 Kilo zurück. Da platzte der Manager von Carl Zeiss Jena der Kragen und sie schmissen ihn raus. Grund genug für uns, sich einmal anzuschauen, ob man wirklich gefeuert werden kann, nur weil man zu dick für den Job ist. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildeburger und Solmecke, und dass das Weihnachtsfest das ein oder andere Pfund kosten kann, das dürfte jedem von euch bekannt sein, und der eine oder andere hat das vielleicht schon mal erlebt. Normalerweise ist es auch egal, entweder man trainiert sich das wieder runter oder macht seine Arbeit weiter wie eh und je und wird von Jahr zu Jahr etwas dicker. Ja, Tanzverbot kann davon sicherlich ein Liedchen singen, wenn man so weitermacht. Aber bei dem ist das ja Ganze auch Konzept. Nein, aber ganz ehrlich, wenn man im Job die Problematik hat, dass man zu dick ist, kann man dann gefeuert werden? Naja, das kommt darauf an. Na, typischer Spruch von Juristen, kommt darauf an. Worauf kommt es denn an? Es kommt darauf an, ob man seinen Job genauso noch machen kann wie vorher, auch mit den Mehrpfunden obendrauf. Und in dem Zusammenhang erwähnenswert ist ein Urteil des Arbeitsgerichts Düsseldorf aus dem Jahr 2015. Es ging um einen Landschaftsgärtner, der relativ proper war. Er hatte 200 Kilogramm auf den Rippen und deswegen hat er die Kündigung bekommen. Für die Kündigung gab es Gründe seitens seiner Chefs, die sagen nämlich: Naja, so ein 200-Kilo-Mann passt kaum noch hinter das LKW-Lenkrad und stellt schon deswegen ein Sicherheitsrisiko dar. Manche Arbeitsmaterialien, zum Beispiel Leitern, die seien gar nicht bis 200 Kilo ausgelegt. Und wenn der Landschaftsgärtner Gräben anfertigen müsse, dann passt er in die Gräben ja selber gar nicht rein. Und das würde ein Problem sein, weil er mit einer Grabenkante stünde, fällt er dann immer in den Graben rein. Also schwere Anschuldigungen, die hier getätigt worden sind. Und das Arbeitsgericht in Düsseldorf hat dann 2015 gesagt: Naja, wir schauen uns den Sachverhalt an, ob wirklich die Arbeitstätigkeit eingeschränkt wird und ob das auch bewiesen werden kann. Und in dem konkreten Fall war das eben nicht so. Man hat gesagt: Wieso? Der kann im Prinzip 99% seiner Jobs weitermachen. Es kann zwar einige Punkte geben, die so nicht mehr funktionieren, aber das rechtfertigt auf keinen Fall eine fristlose Kündigung, die hier ausgesprochen worden ist. Oder war es eine Kündigung? Ja, eine normale Kündigung, aber schon gar keine fristlose Kündigung. Also auch insofern muss man sagen, dass es wegen eines Landschaftsgärtners, der 200 Kilo wog, ja schon zu einem Rechtsstreit kam. Wie kann dann ein Profisportler, der 3 Kilo zu viel hat, ein Problem bekommen? Nun, eventuell ist ein Profisportler ganz anders anzusehen als jeder Otto-Normalverbraucher, als du oder ich. Und insofern ist da ganz interessant ein Urteil des Bundesarbeitsgerichts vom Januar 2018. Die haben nämlich gesagt, dass ein Profisportler Höchstleistungen schuldet. Ja, also immer sein Maximum quasi bringen muss. Und deswegen war es auch gerechtfertigt, gewisse befristete Arbeitsverhältnisse immer wieder neu auszuschreiben, weil es immer wieder sein könnte, dass plötzlich keine Höchstleistung mehr da ist, dass er zu alt wird und die Power nicht mehr hat. Sprich, man kann tatsächlich in Verträgen mit Profisportlern ein bisschen was anderes regeln als mit normalen Menschen. Normalen Menschen in Anführungsstrichen, Profisportler sind ja auch normale Menschen. Und ja, da muss man dann wohl jetzt mal auf den Kevin Pannewitz runtergebrochen sagen: Eventuell, das wissen wir allerdings nicht, gab es einen Arbeitsvertrag, der die Kilos exakt geregelt hat. Denn Medienberichten zufolge hatte er schon mal Probleme, hat dann 20 oder 30 Kilo sogar abgenommen, um bei Carl Zeiss Jena zu spielen. Vielleicht gab es da Klauseln, die gesagt haben: Okay, wenn das Gewicht wieder XY% ansteigt, dann gibt es einen Grund für eine Kündigung. Hier ist die Kündigung allerdings fristlos erfolgt und da, glaube ich, wird der Verein kaum mit durchkommen, denn normalerweise muss man mildere Mittel wählen. Eine Abmahnung wäre da wahrscheinlich angebracht gewesen, und die 3 Kilo hat so ein Profisportler, würde ich jetzt ehrlicherweise mal tippen, doch auch relativ
flott wieder runter. Ja, das Verfahren wird auf jeden Fall weitergehen. Wir werden hier darüber berichten, ob ein paar Big Macs auch bei einem Profisportler zu einer Kündigung führen können und dürfen. Also lasst ein Abo da, dann werdet ihr das Verfahren weiter verfolgen können. Denn der Kevin Pannewitz, der hat Kündigungsschutzklage erhoben und das Gericht wird es jetzt einfach entscheiden müssen. Schön, dass ihr dabei seid. Schön, dass ihr nach wie vor meine Videos mit einem Daumen hoch verseht. Wir sehen uns morgen hier schon wieder. Ich würde mich freuen, wenn auch ihr dann wieder mit dabei seid. Tschüss und bis dahin.